Ich meine, das hört man im Mikro vielleicht nicht ganz gut, aber mein PC hat jetzt, der stöhnt jetzt schon rum. Also ich hab da Bedenken, dass gewisse Spiele funktionieren. Junge, was ist mit den Vögeln hier los? Ich hab uns ein Festmahl gefangen. Okay. Hey. Mein Das war jetzt Gott! nötig. Ja, was? Ich hab Fleisch. Ich habe so viel Geflügelfleisch, dass ich keins mehr aufnehmen kann. Ich Du hab kannst dich was an, in du der kannst dich Hand. an, Ach so, jetzt liegt's auf Feuer. du kannst dich an den toten Vögeln hier gern bedienen. Mein Magen ist jetzt wieder voll. Nur Nimm dir trotzdem Fleisch mit, würde weil was du wirst es mitnehmen. brauchen. Und das war ein nächster toter Rabe. Komm, Ich Feder. leg's gerade auf dem Grill hier. Wenn du es dringend jetzt brauchst, dann ja. Ansonsten hätte ich es halt mitgenommen an deiner Stelle. Okay, jetzt liegt alles auf dem Grill. Tja, das ist blöd. Kann man das jetzt immer noch mitnehmen, oder? Ja, natürlich kannst du es. Wenn du es gegrillt hast, nicht, aber ansonsten schon. Du spielst das Spiel schon länger als 5 Minuten eigentlich. Tja, jetzt ist es gegrillt. Willst du noch irgendwas essen? Brauchst du noch was zum Essen, oder? Ich bin voll. Ich auch. Also, Ja, nimm dir das, was jetzt die die. toten Vögel mit und dann ist gut. Sind alle schon gegrillt. Hey. Ach so, hier sind noch Hast welche. du alle Vögel gegrillt, die ich hier jetzt gekillt habe, oder Ja, was? Nimm so doch einfach das ziemlich. Zeug mit. So. So, ich habe jetzt auch zwei Meine Vögel. Fresse. Ja, und kannst du bitte das Ding hier abbrechen, weil das werden wir nicht bauen hier. Mach doch selbst. Habe ich doch gerade. Nur halt einfach random Zeug hinsetzen, dann ist das shit. Oh, da oben ist die Schneeregion, da kommen wir noch nicht hin. Okay. Hast du sonst noch Ideen für weitere Spiele, Also die wir ich habe eine zusammen Keule mit spielen einem Arm könnten? dran, das ist auch lustig. Ja, schauen wir mal. Wir werden schon immer was Ja. finden. Ja gut, ich meine ja nur, es ist Summer Sale und ich habe gerade ein Hunderter an Geld drauf. Oma sei Dank. Borderlands können wir spielen. Borderlands habe ich alle Teile. Ich hasse sie nur, wirklich. Ich nicht. Ich habe sie halt auch allein gespielt, ist die Sache. Werden wir gemeinsam spielen. Vielleicht Ja, kriegen wir noch Bock. zusammen habe ich Bock, aber allein. Ich habe jetzt Borderlands sogar auf Steam und auf Epic. Das ist, Du hast jetzt nicht ernsthaft auf Steam auch nee, ich nochmal habe es mir nicht gekauft. gekauft, Mir wurde oder? es. Seppi war so gut und hat es mir geschenkt auf Steam. Baduhai. Ja, das habe ich ihn auch gefragt. Habe ich gesagt, das gab es kostenlos bei Epic Games, aber danke. Ja, das ist zwar nett, aber warum? Also ich kann es jetzt auch. Also wenn Prof auch Borderlands hat, können wir das jetzt mit Prof auch spielen. Deswegen, dann wäre doch Ja, ich hab's halt nicht auf noch. Steam, ne? Ist halt die Sache. Dann Und ich werde mir müsste. das nicht auf Steam extra verkaufen. Tja. Oh, Pakete! Vielleicht geht's ja Cross-Dingens, keine Ahnung. Gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht, das ist blöd. Weil Prof macht ja bei Epic nicht mit. Das ist ja. Ja, verstehe ich aber nicht ganz, weil Keine Ahnung. das ist der unsicherste Store überhaupt. Ja, wow, wir besitzen sowieso nur kostenlose Dinge darauf. Und haben absolut. Ja, frag mich nicht. Und es ist irrelevant für uns, ob das gehackt wird oder nicht. Machen wir uns halt einen neuen Ja, Account und nehmen die neuen Gratis-Dinger wenn's mit. weg ist, sind die Gratis-Spiele halt weg. Das ist halt ja schön. Ja, genau. Und. Oh, da kommt jemand auf uns zu. Hey. Oh, Essen. Ja, essen. Moin. Oha, Moin. ich bin gleich tot. Ich kann nicht kämpfen. Bin zu scheiße zum Kämpfen. Mordi. Ich Alles gut. brauche gleich mal eine Wiederbelebung. Ich bin hier von zwei gerade umzingelt.
Ich habe eigentlich eine relativ gute Axt, das müsste eigentlich. Okay, einen habe ich umgebracht. Okay. Ich habe Fleisch. Scheiß drauf, ich nehme die Knochenkeule. So, ich habe. Hey! Sie müssen mal ein Feuer machen. Ja, mach mal ein Feuer für Knochen. Nee, für Fleisch. Nee, für Knochen, die sind wichtiger. Weil Fleisch haben wir jetzt momentan genug. Gibt's da spezielle Knochen? Nee, ich nicht. Vorsicht! Ich wollte gerade ein Feuer machen. Alter Schwede. Braucht man da spezielles Feuer für, oder? Nein, mach einfach irgendein Feuer und wirf die Leute da drauf. Hier habe ich ein Feuer, da brauche ich aber Materialien für. Ja, ist gut. So, hier. Wirf Leute drauf. Ich mach's an. Ich mach's an? Oder auch du. Muss ihn jetzt nicht unbedingt enthaupten. Wirf einfach drauf. Geh. Ja. So, was braucht man nochmal für Knochenrüstung? Hier ist noch ein Vogel. Wenn ein bisschen Fleisch bei rumkommt, ich bräuchte es. Kleines bisschen. Ich nehme erstmal alle Knochen mit, weil ich brauche neue Rüstung. Gerade. Ich brauche doch mal eine Rüstung. Ich habe gerade noch gar keine Rüstung, du hast eine volle Rüstung. Also. Ich habe keine volle Rüstung. Aber ich habe gleich eine gute. Ich hab gar nichts. Molly. Okay, brauchst du Fleisch? Fleisch habe ich genug. Ich habe einen Grund, kann ich dir nicht mitnehmen. Knochen genehmigt. Warum kann ich dir nicht mitnehmen? Ich habe nur 3 Fleisch. Mordi? Ja? Warum kann ich diesen Vogel nicht mitnehmen? Weil du nicht genug Platz für Fleisch hast. Ich könnte aber auch mal wieder was essen. Ich hab nur 3 Fleisch drin. Ich ja, du hast von dem Small Meat kannst du auch nur 3 mitnehmen. Ich hab uns mal 3 draufgelegt, dann kannst du gleich was essen. Und ich trage die nächste Rüstung. Ups. So. Irgendwas habe ich runtergeschmissen, glaube ich. Na, ist egal, kriegen wir. So, 1 habe ich gegessen, ich gehe weiter. Hey. Die Schilde kann ich nicht mitnehmen. Die Vogel auch noch nicht. Okay. Weiter geht's. Ja. Wo bist du? Ach, da bist du. Ich bin hier. Da vorne müssen wir gleich nach links, nach innen. Wir sind nämlich jetzt gerade knapp am Rande der Map. Bei meiner Map ist immer noch nichts drauf. Ja, apropos, habe ich eigentlich... doch, das Dorf ist jetzt verzeichnet. Ja, meine Karte ist immer noch ziemlich weiß. Ja, da werden nur Landmarks direkt angezeigt. Das heißt, wir müssen... Ah, da ist das eine. Hey. Ich habe gerade keinen Alkohol, schade. Muss ich hier gerade mal einen Landmark machen, oder? Nein. Vorsicht, da kommt jemand. Umdrehen. Ich sehe keinen. Hinter dir! Moin. Der Zehner. Au. Sorry.
Hab keine Ahnung. Hast du Feuer? Ja, habe ich. Nice. Na gut, ich mache halt kurz ein Feuer unter ihm, dann hat sich das auch erledigt. Komm. Ja, hier. Ich habe noch halbes Leben. Und ich habe keine Heilung. Ja gut, ich habe fast volle Rüstung. Sobald ich mit der Rüstung durch bin für mich, kann ich für dich auch noch eine machen. Du wolltest gerade noch eine zweite machen. Nee, kann ich nicht. Also ich wechsle sowieso, sobald es geht, auf Mutantenhaut, also geht schon. Ich bräuchte auch mal eine Rüstung. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, aber blöd gefragt, die Mutanten und so weiter kennst du aber schon, oder? Diese Fleischdinger, diese fliegenden Fleischmonster, die sich dann zu kreuzen und bilden und dann. Nein, ich meine nicht die Wurstdrachen, ich meine sowas wie. Sagt dir Muschiklaus was? Der Begriff. Nö. Wow! Wie lange bist du nochmal Gronkh-Fan? Seit gestern? Ich guck nicht jedes Display von ihm. Mein Gott! Von manchen Spielen auch nur Best-Offs. Wow, das ist traurig, ehrlich gesagt. Aber ach, nö, ich hab besseres. Ich guck andere Projekte. Und meistens habe ich auch besseres zu tun. Zum Beispiel brennen. Ich mach mal kaputt. Ich geh mal baden. Ah, scheiß drauf. Wir können jetzt weiterlaufen, würde ich sagen. Ich laufe schon weiter. Mein Gott, hier ist viel los. Wir kriegen Besuch von oben, Modi. Ja, ich mach schon. Läuft einer. Schade, nicht getroffen. Ich habe immer noch keine Rüstung und bin... Ja, ist gut. Bin fast tot. Da kommen zwei weitere. Ich bräuchte gleich mal eine Wiederbelebung von dir, wenn ich hier getötet werde. Ich bin hier unten am Kamm, am Berg. Mod, ich bräuchte mal Wiederbelebung, wenn es recht ist. Oh mein Gott, du lebst noch! Ich bin tot, Modi! Ja, wow, hier sind 50 Leute. Nein, ich kann dich nicht wiederbeleben. Hier sind 50.000 Leute. Mod, ich finde meinen Krams nie wieder, wenn ich am Boden bin. Ja, das ist jetzt nicht mein Problem. Ich kann jetzt nicht gegen 5 Leute kämpfen. Dann sterbe ich auch und dann haben wir ein großes Problem. Ich finde mein Zeug nie wieder. Ich finde mein Zeug nie wieder. Ja, wow, du kannst auch mal 5 Minuten das Spiel spielen. Zeug. Du bist einer von den Leuten. Oh nein, ich habe einmal verloren. Ich hasse dieses Spiel. Ich werde nie wieder irgendwas können. Oh, ich muss 5 Meter laufen. Ja, aber du bist so der Typ irgendwie. Das Flugzeug ist am anderen Ende in der Welt. Das ist so ein bisschen. Ja, das ist schön. Wir haben jetzt wie lange bis hierhin gebraucht? 5 Minuten Laufweg. Dann bete ich mal darum, dass das Zeug nicht despawnt. Das Zeug despawnt nicht. Das haben wir letztes Mal sehr ausführlich getestet. Ja. Ist angenehm. Mein Gott! Ist angenehm zu liegen und zu sterben. Ja, schön. Ich werde hier gerade von einem Typen vergewaltigt. Schön und ich sehe hier nichts. Alter, was ist das für eine Scheiße? Mein Gott, warum mussten wir unbedingt dieses Spiel spielen? Ich hasse es wirklich. Du würdest dir erkunden gehen. Du hättest 3 Stunden die scheiß Basis gebaut und nichts in diesem Spiel hingekriegt. Mein Gott. Oh mein Gott. Fick dich. Alter. Tja, was soll ich machen? Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Spiel geragequittet habe gerade. Mein Gott, das ist so scheiß unfair. Also ich liege hier gerade und sterbe. Also. Ja, schön, dann stirb, weil ich bin nicht mehr im Spiel. Ich fahr jetzt in den PC runter gleich, Alter. Du hast gerade gegen ein paar Monster gekämpft. Komm runter. Ja, wow. 10 Leute. Super. Man hat keine. Das ist so ein. Ja, mach. Scheiß. Mach's wie ich, hol dir dein Zeug wieder und komm mir. Es ist. Meine Fresse, Survival. Mein Gott.
Das ist Survival-Modi. Ich hasse Survival-Spiele! Warum musste ich das mit ihr spielen? Warum habe ich mir das überhaupt gekauft? Ich hasse es. Du hast komm, hol dir dein Zeug wieder. Mach ich auch grad. Mein Gott, das ist genau wie bei Subnautica, wo du alle 5 Minuten wegen irgendeiner Scheiße stirbst. Du willst nächstes Subnautica spielen? Hat keinen Multiplayer, Gott sei Dank. Ach Mensch, Mordi. Es ist heiß und ich habe wirklich keinen Bock auf dieses Spiel eigentlich. Boah. Das war jetzt richtig Abfuck. Du siehst nichts, da sind 10.000 Leute. Es kommen immer mehr. Ist ja auch gerade gar nichts. Schön, alles fair. Alles ganz fair. Und dann, wenn du stirbst, hast du gar nichts mehr. Jetzt kannst du, holst dir wieder. Wie ich es auch gerade mache. Gut, mein Trick hat funktioniert. Okay, du hast einen Trick. Ja, ich quitte raus, dann lande ich in der Hütte. Ah, ja. Alter. Boah, ist das Abfuck. Ich hab mein Zeug wieder. Sehr schön. Sollst du vielleicht öfters machen. Das ist vielleicht öfters machen. Einfach Rage quitten. Das mache ich jetzt immer. Einfach. Das ist ja insane stark. Ich meine, ich hab nicht... Okay, cool. Jetzt weißt du eine Lösung. Nichts erfunden. Ja, Molly, da hast du eine Lösung. Ja, das ist okay, cool. Ich laufe dann mal hier durch die Nacht. Ich hoffe, ich finde mein Zeug noch wieder. Werden wir gleich sehen. Ich glaube, ich bin bei der Hütte. Nein, ich sehe deinen Namen nicht, oder? Doch, ich bin ziemlich nah an der Hütte dran. Ich sehe deinen, ich sehe dich. Ich stehe direkt vor dir. Na, siehst du mich? Ja, du bist jetzt im Moment ein weißer Glatzkopf. Ah, schön. Können schön. Wir schlafen oder? Nee, kann ich nicht. Erneut nicht. Schön. Ah. Aber 3/4 des Mondes sind schon voll, also. Ja, cool. Da gehe ich mal mein Zeug holen. Vielleicht wird zwischendurch wieder Tag. Ja, cool. Ich habe kein Leben und keine Knochen. Schön. Mein Zeug müsste ja da irgendwo liegen. Es wird ja auch sogar angezeigt. Momentan nicht, aber... Ich bin doch gerade unten am Ufer. Okay, ich gehe da mal mein Zeug holen. Ist wahrscheinlich auch wieder ein großes Kannibalendorf dort in der Nähe. Deswegen hatten wir auf einmal 10 auf einmal. Nein, das war einfach nur ein scheiß Random Encounter, weil das Spiel nicht fair ist. So, gespeichert. Ja, warte ab, bis die Mutanten oder bis die Wurstdinger kommen. Ja, die sind aber cool, wenigstens. Die sind nur noch schwerer. Es geht ja nicht um die Schwierigkeit, sondern darum, dass da 5000 Leute sind und wir kein bisschen Ausrüstung haben, weil zumindest einer von uns sich vehement weigert, aus der Hütte rauszugehen, eigentlich. Wie weigert sich aus der Hütte rauszugehen? Du! Ich war mit dir unterwegs, falls du es nicht bemerkt hast. Aber ich weiß, aber wir hatten trotzdem gefühlt keine Ressourcen für nichts. Hast nicht bemerkt, aber... Ich war mit dir unterwegs. Ich habe sogar mit dir gekämpft. Nee, war ein NPC. Bin dabei draufgegangen. Ich schwimme jetzt durch den Ozean, um mein Zeug wiederzufinden. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe keine Orientierung und sehe nichts. Ich schwimme hier durch den und sehe nichts. Sehe hier nur schwarz. Das Team ist auch gerade relativ schwarz. Also willkommen zu diesem Podcast. Ich glaube, ich bin beim Dorf, oder? Ja, ich bin beim Dorf. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich habe hier schwarz auf schwarz. Fehler, 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 Fehler.
Was für ein Problem hast du? Dass du Feder brüst. Warum brüst du Feder? Ich finde raus. Was ist dein Problem, dass du hier Feder brüst? Weil ich mir dachte, hey, geh doch einfach mal zum Dorf. Ah, ja. Hey. Ich schwimme da mal noch ein bisschen. Dann nutzt die Küste. Ich glaube, wenn du nicht als Norddeutscher giltst, dann hast du kein Recht, dieses Lied zu singen. Am plattdeutschen Strand. Moin Jungs, ich hab wieder Leben. Okay, jetzt mit dem Rausquitten ist aber wirklich super effektiv. Bin selten, mein Land. Weißt du, was wir machen sollten? Nö. Da bei mir ja scheinbar der Charakter komplett gespeichert wird, wenn ich speichere und dann quitte und nochmal neu starte. Dann sollten wir es vielleicht wirklich so machen, dass ich die ganzen Medizinressourcen und so weiter mir besorge und behalte. Ja, ich brauche auch welche, um mich selbst zu heilen, Modi. Und sobald uns die ausgehen, gehen wir zurück in die Hütte und ich nehme die Teile raus und platziere sie wieder. Ich glaube, damit könnten wir das Spiel brechen. Okay, das ist eine ziemlich blöde Idee, finde ich. Wieso? Wenn wir unbekannt Weil ich da nichts habe und wir weit weg von der Hütte sind. Ich meinte zum Aufstocken, das spart uns super viel Zeit. Okay, hier habe ich wieder Leute. Hier sind wieder. Ich bin unbewaffnet und hier sind. Ja, ich werde diese Theorie mal eben mit Knochen und Rüstung testen, wenn du nichts dagegen hast. Mach das. Ich werde hier wieder totgehauen. Ja, ich kann nicht wegrennen. Ich bin kurz vor mein Zeug. Gott, ist das scheiße hier in der Nacht. Ich meine, ich könnte es doch mal eben mit dem Kopf testen. Also in Minecraft könnte man wenigstens den Tag, die Nacht skippen. Können wir auch, wenn du schlafen könntest, aber du kannst nicht schlafen, weil du deinen Charakter zur falschen Zeit gespeichert hattest. Ja, das ist blöd. Geht das? Kann ich jetzt diesen Kopf nochmal neu aufhängen? Ich muss doch hier irgendwo mein Zeug finden. Ja, alles klar. Wir haben eine Möglichkeit, Items zu dupen. Okay, perfekt. Ja, ich brauche trotzdem immer noch Heilung. Das ist ja leider Tatsache. So, dann mache ich jetzt. Ja, ich mache uns einmal den Knochenbehälter voll, wenn du nichts dagegen hast. So, einmal hier. Rausquitten. Das ist so stark. Ich bin so froh, dass ich das aus Versehen gefunden habe. Okay. Schön für dich. Nein, schön für uns, weil wir haben jetzt unbegrenzt Knochen. Dann kannst du mir eine coole Rüstung machen. Ich mach uns jetzt beide eine volle Rüstung, ja? Und sobald wir Medizin haben, können wir dasselbe auch machen. Also sobald du Medizin findest, gibst du mir das. Weil ich kann einfach quitten, du bist der Host. Aha, ja. Ich geb dir einen Teil von meiner Medizin ab. Du musst mir nur eins geben, im Prinzip. Dauert dann zwar ein bisschen länger, aber ich kann doch selber Medizin. Oder wenn ich finde. Ich meine nur, dass wir damit unbegrenzte Ressourcen für uns beide kriegen. Okay, wenn du meinst. Ich meine das nicht nur, ich probiere das gerade aus. Ich glaube es zwar gerade gar nicht, weil das wär so ein bisschen... Das würden die Entwickler auch nicht wollen. Natürlich wollen die Entwickler das nicht, aber es geht. Und wenn etwas geht, dann werde ich das tun. Vor allem in einem Survival-Spiel. Ich mache uns jetzt übrigens gerade den Knochenvorrat voll und ich habe jetzt glaube ich 40 Knochen aus einer Person rausgezogen. Ja, mach mal, ich laufe hier immer noch zu meinem Zeug. Das scheinbar immer noch eine Stunde weg ist. Ich sehe hier nichts, ich sehe hier nur diesen Totenschädel von mir, dem ich hinterher laufe. Naja, mach das mal. Ich mach weiter. Ah, das ist so stark. Ja, sehr schön, freut mich.
Gibt's sonst irgendwas Neues? Bist du in letzter Zeit mal wieder von irgendwem blöd angemacht worden in der Bahn? Also wurdest du blöd angemacht von jemandem in der Bahn? Ich fahr keine Bahn. Sehe ich denn aus wie ein Geringverdiener oder was? Ja. Ja, so siehst du aus, Modi. Na, manchmal siehst du sogar aus wie ein Obdachloser. Und daran erkennst du, ich hab Geld. Hm. Ja, ich hab dir gerade gesagt, dass ich einfach so mal random 100er auf Steam als an Geld drauf hab. Also, ja. Ein bisschen was hab ich. Ich hab heute auch viel zu viel ausgegeben. Aber es war ein guter Deal. Ich hab, sechs ziemlich gute Spiele für. Also, es war echt ein. Zusammengefasst, was ist das doch ein recht guter Deal. Also. Und die Spiele sind für sich selbst, also wenn man die einzeln nimmt, durch das Angebot sind die jetzt eigentlich. Was hast du denn überhaupt alles gegönnt? Ich habe gesehen, Life is Strange True Colors hast du ja gekauft. Mhm. Wolfenstein. Also Wolfenstein 2 und Wolfenstein 3, wenn du so willst. Gab's die nicht auf Epic? Also Wolfenstein 1 gab's das auf Epic Games. Jetzt habe ich mir Wolfenstein 2 gekauft. Und das neue, das Wolfenstein 3, das mit den, wo dann mit den Töchtern von Blazkowicz spielst. What the fuck? Ach ja, ich glaube, das gilt als schlecht. Aber kann auch sein, dass es nur die deutsche Version war. Ja, ich werde natürlich die deutsche Version streamen und spielen. Also aufnehmen. Das Stream werde ich glaube ich nicht, aber aufnehmen. Wegen der Symbole und so, weil ich würde das dann doch gerne, würde meinen YouTube-Kanal gerne behalten. So, ich müsste jetzt gleich bei meinem Zeug sein. Ja, sehen wir gleich. Ich habe gerade den. Wir haben jetzt gleich das Limit an Knochenvorrat erreicht. Bist du dann zu mir kommen, wollen wir dann weiterkunden oder was machen wir dann? Kann ich dann machen, da ich ja jetzt weiß, dass ich immer mit diesem Leben und diesem Equipment. Dann bring mir hier. Dann bring mir Essen, Trinken und Heilung mit. Was habe ich denn nötig bei mir gerade hier? Ich habe alles davon en masse. Ja, bring's mir mit. Kann ich gebrauchen. Oh, da ist mein Rucksack. Sehr schön. Darf's trinken. Jetzt bräuchte ich noch Essen und Heilung. Also, wenn du herkommen würdest. Komm du zur Hütte. Nee, das ist so ein langer Weg, dass ich überlebe den nicht. Modi. Ja gut, ich muss hier halt den Vorrat füllen. Nach wie vor, wie du an der Spielerliste auf Tab sehen kannst. Könnte ich die Axt nicht irgendwie ausrüsten und wir verbessern? Jetzt natürlich alle Sachen wieder verloren. Ich würde 10 nur das Band wieder drumherum machen. Achso, hier. Hey, ich verstehe nicht. Wo kenne ich das denn jetzt nicht? Warum kann ich die Axtkarte nicht verbessern? Hast du noch Harz, beziehungsweise. Ja, weiß nicht, wie das auf Englisch heißt. Hast du Zähne? Ja, oder was auch immer? Dann zieh mal beides davon in der entsprechenden Anzahl. Oh nein, 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 scheiße! Ich bin tot. Oh nein. Da kam so ein Bastard von oben. Oh nein. Oh, ich bin doch blöd. Ja, gut, da kannst du aber nicht zu. Wir haben halt super wenig Leben, beide. Jetzt steht mein Rucksack aber wieder an exakt derselben Stelle. Oh nein, nicht das. Ich hasse mein Leben. Oh nein, das wäre für mich halt wirklich ein Grund, das Spiel aufzugeben. Ich hasse mein Leben. Willst du einfach zur Hütte kommen und wir rüsten uns und ich rüste dich neu aus? Nee, ich will das Zeug haben. Dann hol dir das Zeug. Was tue ich? Ich habe irgendwie die Axt auch nicht mehr. Ich habe die Anfängerarzt jetzt gerade nicht mehr. Mein Zeug ist noch da.
Okay, ich renne jetzt da nochmal hin.